allgemein eigentlich ein Mensch, der schöne Körper ganz gern anguckt und ich halte meinen eigentlich auch dafür. Also nur weil mir jetzt ein Bein fehlt, finde ich das eigentlich nicht schlimm. Und das fehlende Bein ist inzwischen gut ersetzt. Nach Schwierigkeiten mit den ersten Prothesen bekommt Christine für den Alltag ein sogenanntes C-Leg, mit dem sie ganz normal gehen kann. Und ihr Prothesenhersteller entwickelt eigens für Christine ein Sportbein, das genau für die extremen Ansprüche ausgelegt ist. Aber Christine hat Probleme. Irgendetwas stimmt mit der Prothese nicht. Ihre Mechaniker Michael Borchardt und Sven Zarling sind zur Rettung angereist. Um in den engen Schaft zu kommen, zieht Christine ein Tuch über den empfindlichen Stumpf. So kann sie Haut und Gewebe besser in das Plastik ziehen. Das Tuch kommt durch ein Ventil wieder heraus, so entsteht ein Vakuum und die Prothese hält fest am Stumpf. Damit Christines Mechaniker das Problem lokalisieren können, muss sie die Prothese in Aktion vorführen. Der richtige Sitz des Sportbeins ist entscheidend. Wenn irgendetwas verzogen ist oder schlackert, kann Christine die Prothese nur schwer unter Kontrolle halten. Wenn man läuft, dann sieht man ganz deutlich, dass der Fuß sich in sich bei dieser Verschraubung ein bisschen zu weit nach innen gedreht hat. Mhm. Das kann natürlich jetzt also beim Laufen relativ gefährlich sein, nicht, dass du dir da genau selbst die Knochen kaputt machst. Ja. Christine könnte sich selbst am Fuß verletzen. Anscheinend haben sich Schrauben gelöst und das Unterteil der Prothese verdreht. Die Mechaniker ziehen die Schrauben fest, damit sie den extremen Kräften beim Laufen und Springen standhalten. Christines Sportbein besteht aus einer Carbonfeder.